Komm schon. Mama. Hallo. So ein Zufall. Komm doch rein. Nein, das lasse ich lieber. Ich würde vor Wut die Einrichtung zerschlagen. Also, wo ist er? Sind wir wohl beide umsonst gekommen. Was ist los? Hast du das gelesen? Ja, und ehrlich gesagt, ich bin deswegen hier. Damit hat aber Dad nichts zu tun, oder Mama? Das weiß ich eben nicht genau. Ich bin so verdammt böse. Du solltest Dad mir vertrauen. Ich meine, das riecht doch nach Lydia Saunders Spezialmethode von Eigenwerbung. Es geht hier nur um die Einschaltquoten ihres Senders. Ach, es ist mir egal, wieso sie das tut. Ich will nur, dass es aufhört. Es ist doch völlig egal, was dein Vater in seinem persönlichen Leben anstellt, solange er mich da rauslässt. Lies das. Ja, nein, ich weiß, Mama, aber das kann nicht wahr sein. Ich bin sicher, Daddy hätte sowas nie zugelassen. Niemals, das würde er nie tun. Denkst du, das stimmt aber nicht. Ich will das nicht schlucken. Das ist zu gemein und niederträchtig. Ich fühle mich gedemütigt. Und dafür werde ich dieses Weib jetzt zur Rechenschaft ziehen. Ach, das kann dir niemand verdenken. Ich habe dasselbe Gefühl. Doch was willst du machen, Mama? Ich will auf der Stelle mit deinem Vater darüber sprechen. Jetzt ist er aber nicht da. Also wollen wir nicht zusammen essen und er später nochmal versuchen? Nein, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Vielen Dank. Ich bezahle. Ich bin doch ganz froh, dass wir hierher gegangen sind. Das kann ja alter werden. Ja, so was. Von Kindern habe ich keine Ahnung. Das kann noch werden. Nicht, dass ich unterbreche. Das scheint ja eine entzückende kleine Konversation zu sein, aber es ist dringend. Sophia, Ihnen kennt ihr schon Lydia Saunders? Ja, unglücklicherweise. Ja, Sisi war gerade dabei, mir von ihren wundervollen Kindern zu erzählen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie jung sie eigentlich noch waren, als sie geheiratet haben. Offenbar ist er seitdem immer jünger geworden. Entschuldige mich, ich würde gerne etwas mit Sophia besprechen. Was zum Teufel tust du hier? Ich könnte dich genau dasselbe fragen. Das sage ich dir, es geht dich überhaupt nicht an. Schön, wenn es so wäre. Hör zu, ich bin froh, dass du beschlossen hast, endlich wieder zu leben. Aber es ist unerhört, dass du gleichzeitig der Presse einen Freifahrtschein für mich überreichst und mich so in deine dreckige Affäre hineinziehst. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass ich etwas für diesen Artikel kann. Nein, aber ich habe deine süße kleine Freundin in Verdacht. Ich bitte dich also. Nein, ich verlange es von dir. Ich verlange von dir mehr Diskretion, wenn du schon ans Eingemachte gehst. Und lass mich raus aus diesen Sachen. Hallo, Mark. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ja, das würde mir gut tun. Ich hätte gern einen doppelten Martini. Unverdünnt, extra trocken und ohne Eis. Sehr kalt und ohne Oliven. Oh, natürlich. Guten Tag, Dr. Donnelly. Wartet Mrs. Capfully auf jemanden? Davon hat sie nichts gesagt. Ich möchte ein Glas Chardonnay und wenn Sie ihn zu Mrs. Capfully bringen würden. Sehr gern, Doktor. Entschuldigen Sie, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, natürlich, Arthur, das wäre wirklich nett. Bitte setzen Sie sich. Eine so wundervolle Frau wie Sie diesen herrlichen sonnigen Sommernachmittag hier allein verbringt. Tja, sogar wundervolle Frauen, vielen Dank übrigens, erleben schlechte Tage und dies scheint mir einer von Ihnen zu sein. Wie geht Ihre Geschichte? Sie ist alt, langweilig und immer das Gleiche. Ihre Kinder sind bestimmt in der Lage, Sie zu trösten. Ah, das ist ein Gerücht. Nein, die haben ihre eigenen Sorgen. Und um die Wahrheit zu sagen, wir haben uns voneinander entfernt. Ich habe gedacht, wir könnten nochmal von vorn anfangen, deswegen zog ich her. Bis jetzt zeigt dieses noble Experiment allerdings keinen Erfolg. Manchmal sollten Eltern mehr Geduld haben. Womöglich brauchen sie nur Zeit. Nein, ich glaube, darin besteht das Problem. Es ist zu viel Zeit vergangen. Und jetzt brauchen sie mich nicht mehr. Kinder brauchen ihre Eltern immer. Das ändert sich nie. Wenn sie ihnen etwas Zeit geben, haben sie bestimmt Erfolg. Möglicherweise. Möglicherweise. Sehen Sie, jetzt lachen Sie wieder. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Cocktail. Nein, warten Sie. Wollen... Vielleicht könnten wir nachher zusammen essen gehen. Ein anderes Mal vielleicht. Ja, mit Sicherheit. Was tut denn hier? Hallo, mein Schatz. Hallo. Seit einer halben Stunde warte ich, dass Lydia aufhört zu telefonieren. Sag bloß, nach diesem Nachmittag triffst du dich noch mit dieser Frau. Lass uns nicht damit anfangen. Du weißt genau, was diese Frau interessiert ist. Hör bitte auf, mich zu belehren. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Manchmal bezweifle ich das.
Ach, nichts. Und was machst du hier? Ich habe ein Interview für meine Story gemacht. Aha. Cruz kommt auch? Nein, er bearbeitet einen Fall. Verstehe. Was Wichtiges? Ich soll nicht darüber reden. Aha. Ich wünsche euch jedenfalls, dass es gut ausgeht. Wir uns auch. Das hat ja lange gedauert. Ich kann einfach nicht fassen, wie einfältig ich war. Wir sitzen hier und reden die ganze Zeit über Vertrauen und in Wirklichkeit belügst du mich von vorn bis hinten. Was meinst du damit? Schön, sie zu sehen, Lydia. Oh, ich bin sicher, Sie sind bereits eingeweiht. Entschuldigung, eingeweiht in was? Wer von euch hat die Aufnahmen für meine Sendung gestohlen? Was? Du, Sie müssen nicht so tun, als wären Sie überrascht. Vermutlich haben Sie es selbst getan. Diese gefühlsduselige Geschichte, die Sie da zusammenschustern, kann doch der Story, die ich habe, nicht das Wasser reichen. Ich bitte dich, jetzt beruhige dich wieder. Es muss doch Kopien von dem ganzen Material geben. Leider haben diese Verbrecher die Kopien gleich mit verschwinden lassen. Also keine Interviews, kein gar nichts. Alles, woran ich gearbeitet habe, ist weg. Das ist ja wirklich furchtbar. Champagner? Vielleicht sagt ihr es einfach der Vollständigkeit halber. War es deine Idee, Sissi oder Edens? Ich habe damit nichts zu tun. Eins kann ich dir sagen. Ich werde dafür sorgen, dass das Fernsehen und die Zeitung darüber Bescheid wissen. Und zwar noch vor den 11 Uhr Nachrichten. Langsam kapiere ich. Ich zweifle ungern an dir, aber irgendetwas ist hier faul. Und wenn du dich noch so anstrengst, du kannst mich nicht hindern, meine Story über dich fertigzustellen. Auch wenn ich jedes einzelne Interview nochmal machen muss, dann ziehe ich eben los und mache es. Was soll's? Ist es auch sicher? Ich meine, ist es auch 100% sicher, dass du dein Material nicht selbst gestohlen hast? Was? Das wäre doch eine großartige Publicity. Du sprichst von hochinteressantem Material und behauptest dann, dass es verschwunden ist. Denk mal an die Einschaltquoten, wenn die Aufnahmen plötzlich wieder auftauchen. Natürlich pünktlich zum Sendetermin. Ich bin Journalistin. Ich finde sogar eine verdammt gute. Ich kann darauf verzichten, mit irgendwelchen billigen Tricks zu arbeiten. Was Sie nicht sagen. Sie haben doch für Ihre Story keinen einzigen Ausschluss. Würdest du dich bitte etwas zurückhalten? Ich habe es nicht nötig, hier zu stehen und mir sowas anzuhören. Lydia, warte, ich... Wisst ihr was? Falls einer von euch genug Courage hat, um mir die Bänder wiederzugeben, dann wisst ihr, wo ich zu finden bin. Daddy, egal wie du das geschafft hast, aber es ist mir ein Bedürfnis, dir zu gratulieren dafür, dass du diese Bänder bekommen hast. Darf ich das verstehen? Ich habe nichts mit diesem Diebstahl zu tun. Ich dachte, du hättest... Nein! Dann trinke ich auf den großen Unbekannten.